Hallo zusammen, hier ist wieder Chillant. Heute bin ich wieder für euch in Devolve Finn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute wollen wir uns den Handelsposten anschauen und zwar die Belohnungen, die wir aus dem Handelsposten im Oktober 2024 kriegen. Falls ihr das Video später seht, einige oder nahezu alle Sachen aus dem Handelsposten kommen immer wieder quasi in die Rotation und ihr könnt euch die Sachen eventuell noch später holen. Jetzt im Oktober 2024 haben wir einen gewissen Roster an Items und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Als allererstes sei gesagt, ich habe die Marken schon aus der Kiste geholt und zwar gibt es diesmal als Monatsbelohnung eine Qualle, Tiefenpirscher. Die können wir uns jetzt leider nur hier anschauen, weil es buggt mal wieder was mit dem Handelsposten zu tun hat. Ich versuche jetzt nicht ganz so abgefuckt zu sein, aber ich sag's euch, es nervt so dermaßen. Jedes zweite Video, was ich in The Warwolf Inn aufnehme, funktioniert irgendwas nicht, spackt was rum. Es nervt einfach, ich sag's euch. Und der Handelsposten ist leider hier keine Ausnahme. Da hatten wir die letzten Monate auch immer schon wieder Probleme. Ich nehme das jetzt gerade am ersten Tag auf vom Handelsposten. Und die wöchentliche Belohnung gibt es halt einfach nicht. Keine Ahnung. Also die war nicht in der Kiste drin. Ich denke mal, in ein paar Tagen wird Blizzard das beheben und ihr kriegt dann auch euer Mount. Das ist einmal der Tiefenpirscher. Das ist quasi ein Quallenmount. Qualle, jetzt können wir mal gucken. Da gibt es auch schon verschiedene andere Models. Die waren, glaube ich, damals unter anderem in Serum Mortis mit drin. Und ja, da gibt es einige von den Modellen. Das ist jetzt eine, die so ein bisschen silberne Rüstungselemente hat. Sieht ganz nett aus. Vor allem, wenn man jetzt so eine Qualle noch gar nicht hat, ist das, denke ich, mal eine nette Sache, die für das Auffüllen des Balkens zu bekommen. Dann würde ich sagen, gucken wir einmal rein, was es alles an Belohnungen an sich gibt. Wir haben als allererstes ein cooles T-Mog-Set und zwar Assemble zerlumpte Erntegolem. Und ich muss sagen, das sieht schon ziemlich cool aus. Vor allem, wenn wir jetzt hier noch unter den Hut die Augen sehen, hat echt was. Leider kann ich mir das nicht kaufen, denn ich muss meine Punkte ein wenig sparen. Ich habe schon einen Mount eingefroren, weil ich nicht genug Punkte habe und naja, das ist ein bisschen belastend für mich. Und dann haben wir hier eine Hand und zwar Hand von Reshkigal oder wie man die auch ausspricht. So Hände-Mounts kennen wir ja auch schon einige. Und ich würde sagen, die kaufen wir uns. Die kostet 750 Mark. Die gucken wir uns nachher, denke ich mal, nochmal ein wenig genauer an. So, da haben wir das erste. Dann haben wir eine Ernteklaue. Ich denke mal, die würde hier vielleicht auch ganz gut dazu passen. Das ist ebenfalls ein T-Mog-Teil. Dann haben wir einen, einen Sonnenschirm. Feiner Ebenholz schwarzer Sonnenschirm. Auch den kaufen wir uns. Kostet 200 Marken. Da gibt es jetzt mittlerweile schon einige Sonnenschirme. Ich sag euch ganz ehrlich, so langsam könnten sie auch was anderes bringen. Ich glaube, wir haben jetzt schon 5 oder 6 von diesen Sonnenschirmen. Ja, die einfach in jeder Farbe rauszubringen, ich weiß nicht. Naja gut, muss Blizzard wissen. Dann haben wir noch ein Pet, rußgeschwärzte Schieferschwinge. Das erinnert sehr an die Zaralek-Höhlen. Da hatten wir ja auch von diesen Dingern einige Mounts. Das kaufen wir uns auch für 200 Marken. Und ja, damit sind quasi meine Marken fast per se. Ich hatte die Hoffnung, ein bisschen was zu sparen fürs Mount, aber das wird leider nicht ausgehen. Dann haben wir hier eine Stangenwaffe. Für die, die große Stangenwaffen mögen, aschene Scharfrichter. Aschener Scharfrichter, so rum. Dann haben wir einen Hammer. Der sieht eigentlich ganz nett aus. Den haben wir nochmal in einer zweiten Farbvariante. Also hier ist er eher so ein bisschen metallenern und hier ist er ein bisschen verrostet, so wie es aussieht. Dann haben wir ein Cape, die kennen wir ja schon, das ist quasi Semmel verblasste Kluft des Vagabunden. Das kennen wir aus allen verschiedenen Farbvarianten schon. Und im selben Umhang haben wir dann auch, also in derselben Farbe haben wir dann auch noch ohne Kapuze. Dann haben wir einen Bogen in zwei Farbvarianten, einmal hier in so grau-silber und dann in so ein bisschen einem bräunlicheren Ton. Als nächstes haben wir dann noch die Handschuhe, das kennen wir auch. Zu den Umhängen gibt es dann immer passende Handschuhe dazu. Dann haben wir als nächstes einen Hammer. Der ist jetzt ein bisschen underwhelming, muss ich sagen. Und selbigen Hammer gibt es dann auch nochmal in schwarz. Dann haben wir einen Wappenrock, auch wieder in diesem Grau gehalten. Einen Rock oder Sangon, wie das hier heißt. Haben wir dann in zwei Farben, einmal in Grau und einmal in Weiß. Dann haben wir hier noch einen Kolben, oder was ist das? Ne, eine Axt ist das. Mhm. Und ein... Ach, das kenne ich noch aus Burning Crusade. Ah ja, okay, da haben wir einen Recolor aus Burning Crusade. Und zwar sanftes leuchtende Naro heißt das. Und das ist eine Schildhand.
Dann haben wir die Schultern, schneeweiße Schultern des Duellanten. Und dann haben wir die verblassten Schultern des Duellanten. Also das sind halt auch alles Recolor-Geschichten. Diesmal ist das Thema halt anscheinend grau. Dann haben wir einen Zauberstab, der sieht mir auch sehr nach Burning Crusade aus. Dann haben wir noch einen Zauberstab, der hat ähnlich schlechte Texturen. Also ich sage euch, diese Recolor aus Uralt-Expansions, die hauen mich nicht vom Hocker. Dann haben wir hässliche schwarze Stiefel, die ich gar nicht so hässlich finde, muss ich sagen. Und selbige haben wir dann nochmal in weiß. Und zusätzlich haben wir ein paar Sachen, die wiedergekommen sind. Einmal eine Schildhand, ein Hexerhut, dann haben wir die Handschuhe in weiß, die Handschuhe in schwarz, den Sargon, nee, das sind die Schulter, der Schulterumhang in schwarz, dann eins von den Sonnenschirm-Toys und dann noch das Zebra-Mount. Das Zebra-Mount hat man, glaube ich, ursprünglich über Werbt ein Freund gekriegt und ist auf jeden Fall ein sehr cooles Mount. Falls ihr das noch nicht habt und genug Punkte am Start habt, könnt ihr euch das auch holen. Gut, dann sind wir durch mit den Items. Ich würde sagen, wir schauen uns das Händchen jetzt noch an. Hand. Da oben haben wir es. Okay, Hand sind irgendwie doch ein paar mehr. Vielleicht müssen wir Hand von eingeben. Ah, seht ihr, da gibt es nämlich schon einige Händchen. Und zwar haben wir die schwarze Variante. Jetzt diese weiße. Dann gab es eine goldene. So eine, ja, gräuliche in verschiedenen. Also das ist so ein helles Grau und das ist so ein bisschen mit einem Rotstich, würde ich sagen. Am coolsten, muss ich sagen, ist die schwarze, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Die goldene hat auch was. Ich finde aber die weiße jetzt auch nicht schlecht. Ich würde sagen, schwarz ist auf Nummer 1, weiß 2 und gold 3. Und die sind, ja, die sind auch ganz okay. Also die weiße ist auch cool. So, wir können uns das mal ein bisschen genauer angucken. Ihr seht, das läuft dann auf den Fingerspitzen quasi. Das hat schon mal auf jeden Fall was. Es ist kein Flugmount, also wir können nicht mitfliegen. Und das Mount Special ist auch relativ nice. Schauen wir uns das mal an. Machen wir es mal nochmal. Seht ihr das? Also es macht Stern, Stein, Papiere. Also Schere, Stein, Papier, sorry, habe ich Stern gesagt. Bisschen durcheinander hier. Okay, also da könnt ihr dann auch mit jemandem anderen spielen, der quasi ebenfalls ein Händchen-Mount hat und schauen, wer bei Stein, Schere, Papier gewinnt. Gut, so viel zu dem Mount. Dann können wir uns jetzt noch das Zebra-Mount vielleicht angucken. Ich muss es nochmal kurz spicken, wie das genau heißt. Okay, einfach schnelles Zebra. Okay. Da haben wir es. Ein bisschen hier weg, dass wir auch aufmounten können. Also das ist das Mount, was quasi wiedergekommen ist, aber das war auch schon mal im Handelsposten drin. Und die Qualle, wie gesagt, die kann ich euch leider nicht zeigen, buggt aktuell. Ich hoffe mal, dass Blizzard die Tage fixt. Und ja, aber wir können es jetzt zumindest hier ein bisschen angucken. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich euch die anderen Varianten auch noch zeigen kann. Vielleicht heißen die auch Pirscher? Nee. Schade. Also da gibt es auf jeden Fall einige Quallen, aber die weiß ich jetzt natürlich auch nicht aus dem Hüftgelenk raus, wie die genau gehießen haben. Die sind halt vom Model ähnlich, bloß in einer anderen Farbvariante. Da gab es, glaube ich, einige bei dieser Protosynthesen. Das war Aurelit. Da, schon mal, haben wir es gefunden. Ah, seht ihr, jetzt haben wir es doch noch. Genau, es gibt den mit ein bisschen im rötlichen Stich. Dann hier ein bisschen golden. Und, okay, was ist da der Unterschied? Okay, das ist wirklich strahlendes Golden. Das ist auch so ein bisschen mit einem rötlichen Stich. Ja, und dann jetzt halt das mit Silberelementen. Da muss ich sagen, finde ich die Goldene am besten tatsächlich. Juti, dann sind wir durch mit dem Handelsposten, den Mounts und den ganzen Belohnungen. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so genommen habt. Habt ihr vielleicht auch ähnliches Problem, dass ihr nicht genug Punkte habt? Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.